Moin Moin, heute gibt's Resident Evil Zero Teil 10. Viel Spaß beim Anschauen. Geh mal weg, Alter. Ich bin dafür, wir beschütten einfach die Gaslampe mit Benzin. Aber die brennt doch schon, was und willst du dann, hier noch mit Benzin beschütten? Na, dann ist er heller. Ist 10 vielleicht das Maximum oder haben wir vor uns. Ne, wir haben eins verbraucht. Wir hatten 8 und haben wir eins verbraucht. Ne, diesmal gab's nur 2, ist doch ja. Ganz logisch. Das nee, geht nichts mit. Nicht mitnehmen. Ja, es geht nicht. Ich drücke wie wild, aber es. Mit vielleicht der muss Stück man ja irgendwie einen Plan nehmen und den davor halten oder so. Vielleicht muss man den Plan anzünden und dann da reinlegen. Wie wär's denn einfach? Man den Plan mitnehmen und vor die Lampe einfach halten und dann wird die Geheimschrift sichtbar oder so. Wie wär's denn, wenn wir einfach eine neue scheiß Kerze finden in irgendeinem anderen Raum? Oh, wo ist nee. Eigentlich der Plan? Haben wir den mitgenommen? Ja. Kann man ja. Die nicht mit der Gaslampe benutzen? Nee. Was ist das für den Plan mit der Gaslampe? Du hast den ja nicht im Inventar. Wieso? Hä? Ja, weil doch auf dem Bild so ein Mann war, der dann mit der Kerze irgendwie. Ja, man braucht, glaube ich, tatsächlich eine Kerze. Also, ich finde, es sollte auch mit dem Benzinkanister ja, kommen. Ja, auf jeden Fall. So, wo ist denn? Einfach. Genau. Hast du nicht von Molly? Vielleicht ist der dafür gemacht. Wo, weiß denn noch jemand? Ach, hier sind die. Sieht man da dran vielleicht, welche Tür man schon durchgegangen ist? Die hellen sind es die, durch die wir schon durch sind? Könnte sein, ja. Das würde Sinn machen. Das, genau, wir könnten hier durch. Da ist der Konferenzraum. Obwohl, nee, da sind wir doch nicht zur großen Tür reingegangen. Doch, hier, bis da unten rein. Dann sind wir da durch und dann sind wir die Leiter hoch. Mhm. Dann kamen wir hier raus. Dann sind wir hier hinten lang. Dann, das hier ist der Konferenzraum. Mhm. Aber da sind wir doch nicht zur großen Tür raus. Nee, ist aber nicht. Aber vielleicht ist es, wenn. Weiß ich nicht. Aber wo wollen wir denn jetzt auf jeden Fall hin? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hier, die Räume sind noch unentdeckt. Also gehen wir einfach mal raus und dann rechts. Wir waren ja jetzt auch noch gar nicht im First Floor, ne? Hier hinten waren wir ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber der ist schon wieder so U-förmig, der Raum. Siehst du das? Ja, der links von uns ist auch gelockt. Der hier ist gelockt, ja. Mhm. Und der hier ist so U-förmig. Ne, wir gucken einfach mal nach rein. Also wenn wir jetzt rauskommen, dann links. Einfach mal reingehen in den U-förmigen. In den U-förmigen, weil wir da so gute Erfahrungen gemacht haben, in den U-förmigen Räumen. Genau. Eigentlich hätte ich die Hasis heute noch mal sauber machen müssen. Riechen die schon? Nee, ne? Also ich habe bis jetzt nichts gerochen. Also die Reiswaffeln rochen vor und schlimmer, fand ich. Also links haben wir gesagt. Und dann ach, das rechts. War auch locked, da waren wir schon. Achso, das war gelockt hier? Ah, stimmt. Hm. Na gut, dann haben wir nicht so viele Möglichkeiten. Kannst du in den First Floor gehen? Wie, was? Was hast du gesagt? Oh, Mann, First Floor. Habe ich schon wieder vergessen. Sorry. Du kannst doch jetzt einfach nochmal hier. So, also wenn wir jetzt gerade. Also genau, da kommen wir rauf. Naja, dann müssen wir jetzt einfach rechts gehen. Dann müssten wir eigentlich. Ah nee, dann kommen wir hier im Dingsbums raus. Der Konferenzraum, dann nochmal rechts. Genau. Wie oft macht ihr die sauber? Eigentlich alle 2 bis 3 Tage. Ich habe so Dienstagabend das letzte Mal sauber gemacht. Das ist ja sehr regelmäßig. Ja. Die Hassis kriegen nur das Beste. Und dann müsste es ja hier und dann hier an der Wand lang. Müsste ja hier die sein. Mhm. Eine schöne Tür. Kannst du was drauflegen? Kannst ah du ja, eine von den Statuen. Ja. Haben wir die denn noch? Ja, die hat sie, glaube ich. Ist das jetzt good oder evil? Ach, das ist black. Dann ist wahrscheinlich evil. Hey, you don't need to use this now. Ja, die Aale stand bestimmt noch nicht nah genug dran. So. Legst du nur eine drauf und dann stürzt du uns das ins Verderben. Jetzt muss ich noch die andere suchen. So, jetzt müssen wir uns nochmal die Karte angucken, weil ich habe nämlich überhaupt keine Ahnung mehr. So, die hellen sind wir. Es lässt sich auch nicht. Es lässt sich nur so oder so. Ja, für freien Zoom hat der Rahmen nicht ausgereicht.
Also gehen wir jetzt mal hier hinter. In die hinterste, in die Ecke. Ja. Ist aber auch mehr oder weniger U-förmig wie zwei U's, halt, die man zusammengesetzt hat. Den Controller ist das Allerbeste. Gibt nichts Besseres. Also es müsste ja hin. Oh, ein Tag. Jetzt hast du ihn gelöst. Hier? Das machst du den. Ist das hier die? Nee, ich glaube nicht. Sicher nicht? Ich gucke doch nur auf die Kroppe. Doch, siehst du, ich hab gesagt. Ja, ich glaube lieber. Bestimmt klappt. Ach hier, das ist doch mit dem Symbol. Ja. Mit der Uhr. Okay, also hier können wir schon mal nicht weiter. Warte, hier ist aber noch eine. Da na, warum waren wir da nicht schon? Das sagt hier, wir wären da schon gewesen. Nee, die ist auch rot. Guckst du? Na, aber in dem Raum dahinter waren wir doch schon irgendwie. Aber geh doch mal rein, da ist auch eine Treppe. Es gibt ja auch einen Fortflur. Hm. Okay, also hier scheinen wir nicht weiterzukommen. Also ich sag mal so, also wenn der Raum mit dem Viech da der letzte Raum ist, wo wir hingehen können, dann müssen wir die Session leider für heute abbrechen, weil da gehe ich nicht mehr rein. Ja, vielleicht wenn wir direkt davor gesaved haben, dann können wir vielleicht drüber reden, aber... Ja, der ganze Ecke ist ja ein Timefrage. Was haben wir denn jetzt hier für Möglichkeiten? Wir entdecken mal die Möglichkeiten. Okay, also es gibt ja neben dem U-Raum, gibt es ja noch einen anderen Raum da hinten. Mhm. Da kommen wir nicht raus. Aber hier gibt es auch noch einen Raum. Vielleicht haben da wir sind wir auch mal reingegangen, um dann da hochzugehen doch, oder? Nee, das war doch der eine Raum, wo ich gesagt habe, wir gucken mal hier hinten in die Ecke und dann war hier noch was übrig. Weißt du, wo hier die einsame Pflanze stand, hier in der Ecke? Ja, aber ging da noch weiter? Ja, da hinten war noch ein Raum, ja. Na dann. Was haben wir eigentlich hier noch gleich gelassen? Lass mich nochmal drüber. Weißt du nicht? Kannst du auch essen. Achso. Da noch eine so eine Figur. Was war das? Da lag die Pfanne, aber ich warte schon auf die andere. Das war hier der komische Hookshot. Ach so. Komische Waffe mit dem. Ich weiß aber auch nicht, wofür man die braucht. Mit dem Haken, ne? Ja. Willst du nicht ein bisschen Schoki auf der Decke? Nö, okay, ich hab's aufgesammelt. Schön. Oh. Hier machst du Gewahr. Da. Ja, da. Wo mal in der Ecke, bevor du durchgehst. Alter, was wollen die denn hier immer mit dem. Dafür brauchen wir bestimmt die Modis. Kannst du auch Fire-Motiv, ne? Da hinten sind wir doch schon vor uns durchgegangen. Hab ich doch gesagt. Na, ich wollte ja auch nie in den Raum. Ich wusste nicht, dass der gelockt ist. Hab ich doch gesagt, dass der gelockt ist. Ich habe keinen Scheiß. Down, okay. Ich glaube, alles was rot ist, das sind gelockte Räume und nicht die, wo ihr noch nicht wart. Das könnte übrigens sein. Das finde ich ein ganz gutes Argument. Mhm. Das ist ja, aber ich finde es doch scheiße, das sind ja als Holztüren eigentlich einfach Molly dagegen geworfen. Fix die Tür abgebrannt, durchgegangen. Vielleicht geht das ja auch. Aber hier ist, so ein, hier ist eine Treppe. Da sind wir doch vorhin hochgegangen. Ach ne, wir sind leider hochgegangen, oder? Da kommen wir ja da raus. Ja. Aber ich will jetzt hier zu dieser Treppe, damit ich hier unten reinkomme. Mein Gott, na, aber dann müssen wir doch hier zu der Treppe. Das heißt, wir gehen hier lang und dann nicht rechts in den Raum, sondern hier links. Cool. Alles klar. Warum denn auch down? Warum geht's da down? Ins Basement. Ins Underground geht's da. Ja. Yeah. Weil wir möchten in den Zombie-Spielen immer nicht in den Keller gehen. Cool. Weiß man ja, das sind die besten Sachen. Ich meine, die Zombies gehen zum Lachen in den Keller und. Hat eigentlich schon mal jemand den neuen Evil Dead-Film gesehen, das Remake? Nee. Was, wir müssen jetzt links lang. Aber wusstest du, dass die bösen Onkels ein Reunion-Konzert gehen? Guck mal, da geht's down. No Naked Flames. Die brauchen bestimmt die Geister. Geh jetzt nochmal kurz in die andere Richtung da. Hallo, da brauchen wir vor uns halt. Da kommen wir in den Raum, wo wir... Ja, ja, ist klar. Also, ich sehe hier unten... Da gab's auch noch eine Tür.
Was? Da waren wir vorhin. Und da sind wir mit der Leiter hochgeklettert. Oh ja. Das hier ist bestimmt irgendwie der Boilerraum oder so, weil der hat gesagt, kein offenes Feuer. Hm. Warst du das schon? Geht der Raum nicht weiter? Nee, wird schon hier weitergehen. Hm. Spoilerraum? Was ist denn, wenn wir jetzt hier schießen im Spoilerraum? Da macht's bumm. Ich würde da nicht vielleicht durchgehen, oder? Meinst du, kann man da durchgehen? Logisch. Das nicht. Aua. Gut. Können die sich nicht irgendwie decken oder ducken? Nee. Also decken weiß ich nicht, ob die sich können, aber ducken können sie sich auf jeden Fall nicht. Dann sind da zwei Pflanzen. Just doch jetzt was Feuer. Der kann doch nicht durchrennen. Ja, habe ich gerade probiert. Achso, mit Rennen. Just doch jetzt mal das Feuerzeug. Ich kann hier aber auch nichts. Ja. Nee, ich glaube, das Feuerzeug ist gut. Da fliegt die ganze Bude da unten in die Luft. Ja, kann man nicht raus hier irgendwas? Guck mal, kannst du auf der anderen Seite da was an den Ventilen da? Ich drück doch schon wieder. Wie nicht da, jetzt da. Ich drücke immer noch wie ein Held. Das heißt, wir brauchen einen Schutzanzug oder so. Wir müssen das Ding abstellen, würde ich einfach sagen. Ja, ich muss. Aber ich mache hier einfach mal, ich benutze mal das Feuerzeug. Genau. Schade. Sitzt du wieder da, wie das dicke chinesische Kind. Du kriegst doch gerade nicht. Ja, ja. Nee. Sicher? Nicht Knolle? Nee, es ist orange. Okay. Eigentlich mochten sie mal eine Zeit lang Knolle lieber. Also Knolle nenne ich es nicht genau, weil ich glaube, es ist Petersilie oder sowas. Für mich sah es aus wie eine Knolle, also habe ich es Knolle genannt. Sieht aus wie Sellerie oder sowas. Ich finde, man könnte hier mit dem Feuerzeug und mit dem Kanister total viele Probleme lösen. Das ist das ja, indem man sich einfach selbst umbringt, ne? Nee. Down, geht's denn? Oh, es geht nochmal down, ne? Ah, ist hier aber einfach nur. Oder ist auch irgendwas? Ach so, ah, nee, ich glaube, das kann sein, dass wir da hochgekommen sind. Ja, das ist. Hä, da hinten war eine Türe? Ich hab da keine. Da war eigentlich, gesehen. Ich glaube, das war bloß das Feuer. Das hier ist das Messer, das war, wo der Zugunfall war hier. Ach so. Mhm. Und das da ist das Messer und dann sind wir hier durch und das war bloß der kurze Abschnitt von den Sewers. Da müssen wir jetzt nicht nochmal hin. Tja, da müssen wir jetzt wohl in den anderen Raum im Erdgeschoss. Wir gehen nicht einfach in die zweite Etage. Doch, da waren wir schon überall. Es gibt ja auch nicht auch noch einen Fort vor. Ja, schauen wir, oder? Kommen wir denn da hin? Waren wir hier schon drin, in dem links unten? Ja, waren wir, glaube ich. War da drin? Nee, ich glaube, da waren wir nicht drin. No. Da sind wir nämlich deswegen nicht rein, weil ich bis dann noch dachte, das wären die Räume, wo. Ja, wo das Vieh ist? Nee, die Räume, wo wir schon drin waren, so. Weil die Tür so grün ist. Dann hat sich das noch als Quatsch rausgestellt. Die Tür so grün ist gelb. Ja, whatever. Hell auf jeden Fall ist. AGB halt irgendwas. Ja. Yeah. So, mal schauen. Was ist die Typ von hinter dem Vorhang? Hinter der Gardine. Haben wir vielleicht vorne noch andere Menschen in der Gardine rumgemacht? Ich bin schon immer froh, wenn sie nicht die Tapete anfressen. Die haben auch ein geiles Leben, den ganzen Tag essen und schlafen. Ja, und rumliegen. Hier war der Typ, der so komisch aussah. Ja. Ob ihm was passiert wäre. Und hier war ein verrostetes. Ein verrosteter Nagel? Nee, ein verrostetes Waschdings, Spüldings. Becken. Hier waren wir jetzt aber schon. Ja, ich weiß. Ich hätte sehen können, dass was. Hier, guck mal, hier gibt es übrigens. Hier gibt es Kerzen, ja? Viele Kerzen, ja. Oder welche mitnehmen? Am besten nur, wenn wir Kerzen stimmen, ne? Nein, geht nicht. Ja. Aber vielleicht ist in dem einen Raum ja noch eine Kerze drin. Nein. Weißt du, dass wir nichts mitnehmen können? Ja. Ich meine, wir könnten schon so viel weiter sein. So, hier, pass auf, hier oben. Und jetzt kommen wir nicht, oder was? Ja. Ich finde auch in den alten Spielen war es als. Ist das hier der Raum? Ich denke schon. Mhm. Was als viel heller oder so? Kann es sein oder will ich mir sein? Ich glaube, das war der PlayStation einfach nochmal das Kamera voll aufgedreht. Wenn ich immer da stand, machen sie, dass sie das Logo gerade noch lesen können, hast du gemacht. Boah, jetzt kann ich es ja unterkennen. So, mal schauen. Ja, aber wirklich noch, was siehst du? Da liegt jetzt bestimmt das
Katzenmanual. Jetzt nimm's doch mit. Also, gehst du immer direkt zum Offensichtlichsten, straightforward zum Offensichtlichsten? Natürlich, man muss es ja vorantreiben. Also ich glaube immer erstmal alles außenrum ab und dann zum Schluss gehe ich zum Offensichtlichsten. Was, weil du jetzt schon wieder Weihnachtsmann im Kamin spielen willst? Siehst oh, du? Da ist noch was? Was ist das? Das ist vielleicht die Gutstatue hier von Ibel. Hm, könnte sein. Nee, ist eine Kerze. Oder eine Kerze. Oder ist es eine Kerze? Oder ein Messer. Ach nee, hier, das ist die Kurbel hier, der Ach so, Square-Shaped. Ja, ja. Der Square-Shaped Hummel. Okay, aber der kann es nicht tragen, kann überhaupt einer tragen. Sie müsste es doch tragen können, sagt sie das Ding, die Figur abgedeckt. Ja. Ja, warum noch nicht den hässlichen Projektor gefunden? Na komm, alle. Ich dachte, es gibt da vielleicht eine Kerze. Ich höre mal Geräusche. Und nicht die Flugzeuge. Ach, okay. Was ist denn mit dem Typ? Der eine. Ohne Scheiß, was ist denn mit dem Typ? Ja, steht auf Team. Ach, vielleicht ist ihm die Knochen zu schade, um irgendwie das Tränen zu schießen. Oder der kann ich. Siehst du? Na, ich steuere ihn jetzt. Ach so, nein. Ist da noch einer? Ja, einer war noch. Oh. Das ist jetzt nicht rechts, ne? Okay, dann links rum. Mhm. Hallo, willst du jetzt meinen Skill irgendwie schlecht machen? Das ist wie mit dem Zug, bei dem der Engine komplett destroyed war. Aber. Okay. Wir trotzdem mit Full Speed weitergefahren sind. Hier. Mhm. Ja, 8.15 Uhr ist der Entry Code. Haben wir irgendwo einen Code gebraucht? Nee. Das ist, glaube ich, auch unten hier irgendwie. Geh nochmal zurück an der Seite. Hier, First Floor Operations Control Room. Hm. Die haben eigentlich nur noch die 0 vergessen bei 8.15 Uhr. Das kommt übrigens von einem Maschinengewehr, hast du es gewusst? Ich glaube ja. Aber ich glaube, das ist inzwischen auch sogar hier irgendwie so international und so, ne? Also ich glaube, man versteht es nicht nur in Deutschland. Mhm, okay. Ich glaube, die Engländer wissen auch, was damit gemeint ist. Naja, vielleicht waren die Engländer die, gegen die wir die Maschinengewehre eingesetzt haben. Ach Quatsch. So, wo war das jetzt mit ihrem... War das nicht? Das war, glaube ich, hier ganz in der Nähe... War das nicht hier beim Conference Room da? Ja. Wo der Pfeil ist, weil das der Pfeil ist, der Lift. Ja. Aber musst du jetzt erst in den Conference Room gehen und dann kommst du erst dahin. Ich will eigentlich nur mal wissen, ob hier in der Nähe dann nochmal ein Safe-Dings ist. Ich glaube, nein. Ich glaube, die siehst du erst, wenn du dort bist. Naja. Da ist ein Safe-Ding. Da rechts oben. Ja, da haben wir ja schon mal gesaved. Also einmal da und dann dahinter und dann... Na, links, links, links und dann sind wir da. Ja, also mit dem links, links, links ist halt mit den vorgerenderten Hintergründen nicht ganz so einfach, ne? Das stelle ich nicht so an. Mit den verschiedenen Kameraperspektiven. Schlapp, 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 schlapp. Die rennt auch manchmal einfach los, wie von der Tarantel gestochen. Und dann rennt sie einfach nur hin und schlappt ihn ab. Der einen so umgefallen, liegt da so jetzt. Ja. So, jetzt müssen wir eigentlich nochmal. Hier müsste eigentlich hier sein. Also die Schule verlaufen, oder? Das sollte der sein. Ich bin ziemlich konfident, dass es der ist. Hast du wieder Apple Maps benutzt? Ja. So, jetzt hier. Ah, das haben wir Glück gehabt. Na, mal schauen. Jetzt muss bestimmt einer kurbeln und einer muss hier. Da reingehen. Ja. Denke ich ehrlich gesagt. Und einer muss sich ins Verderben stürzen. Das.
Jetzt muss jemand sich erst draufstellen. Mal schauen, ich will nur mal schauen, wer besser. Na, die sieht ja ziemlich scheiße equipped aus. Ja, eher. Kannst du nochmal nachladen, die Knarren alle, und dann kannst du kurz gehen. Ja. Wenn nicht, lief. Ach, lief. Wieso lief? Na, ich will wenigstens ein Heilungsding haben. Und die Knarre, ich meine, die Munition geht für beide, von daher ist doch eh wurscht. Verstehst du wie? Mensch, so früh. Ey, Alter, mach mal nicht hinterherlaufen. Verstehst du, Alter? Du gehst mal dahin und du gehst dahin. Siehst du, wie ich die schön simultan steuere? Soll ich simultan steuern, ja. Oh. Hätten sie auch mal eher sagen können, oder was? Das ist kompliziert. Was sagst du dazu? Sie hat bestimmt nicht genug Kraft in den Arm. Und die hat auch nur, warte. Gib ihm doch noch den hässlichen Film und nimm von ihm dafür die Shotgun hier. Was denn? Kann ich das denn traden? Ja, klar kannst du traden. Siehst du? Achso, ich kann wieder nicht. Ich habe wieder versucht, in meinem jugendlichen Leichtsinn mit dem Cursor darüber zu gehen, ich Idiot. Da wirst du aber auch nie lernen. Jetzt gib ihm doch noch den hässlichen Film. Das ist nur für den Film. Na, die Mikrofilm-Disc. So, okay, naja. Was die Munition kriegt er nicht. Ja, nö, er soll in der Kurbel. Nee, brauche er ja gar nicht. Er soll hier. Unser Kurbelmann. Genau, er ist unser Mann an der Kurbel. Wenn die solche schwächlichen Arme hat. Ja, zum Schießen reicht's ja. Die berühmten Arme. Genau. Die schwächlichen. Oh, Zwischensequenz. Richtig und nee. Nee. Ich kann mich auch noch nicht bewegen. Ich kann mich nicht hoch und runter. Und nicht links und rechts. Da liegt ein großes Zahnrad. Zahnrad? Oh! Oh. Ich Alter, nimm doch was. Ja, ich will auch was Besseres, Größeres nehmen. Schieß! Ja. Gut. Wieso die macht Metros? Musst du aber schon wieder nachladen, oder? Ja, das stimmt, die können wir jetzt nee, auch nicht mal. Nee, das war auch hier das Shotgun. Können wir trotzdem mal laden. 7 Schuss. Oh! Vor das nächste Shotgun. Bist du? Der läuft aber irgendwie nicht hin, oder? Ja, das ist echt so, ja. Ja, aber ich glaube, es ist auch Munition für die Pistole. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Es ist, ja, also offensichtlich will er manchmal nicht so richtig. Du musst ja schon an der ganz genau richtigen Position stehen, dass hier irgendwas vorgeht. Okay. Ja. Da hinten geht es aber noch weiter. Habe ich dir schon mal von der offensichtlichen Sache erzählt? Nee, erzähl doch mal. Da geht's nicht weiter, das sieht doch jeder. Aha, jetzt. Ach, hier wollen wir mal 8.30 Uhr einstellen oder so. 8.50 Uhr? Ja. Echt, war es 8.50 Uhr? Hm, aber die Minute Hand fehlt. Das ist schlecht, da können wir relativ schlecht 8.15 Uhr einstellen. Aber da stand doch hier, dass da Teile von der großen Glock sind. Vielleicht liegt sie da, aber das wäre jetzt einfach. Ich will nicht. Nee, da geht's auch nicht weiter. Was denn da nur? Und du meinst nicht, dass das auf dem Tisch zufällig mit lag, ne? Nein, ja, also ich meine, es lag nicht auf dem Tisch. Wir haben nämlich noch zwei Nachfüllschuss mit unserer guten Knarre. Musst du eine Nachfüllpackung kaufen. Ich sehe auch, was soll das eigentlich für Viecher gewesen sein? Das sah aus wie riesige Schaben. Was war das für ein Geräusch? Oh, da ist eine Krähe. Aber da kommen wir. Das sind die Großen. Wie gut sind die? Komm, du Alter! Das ist ein Hund.
da. Okay. Jetzt hast du ja schön die Zöne verschossen. Da ist ein Haupt. Ich glaube, wir sind voll. Ja. Man kann es nachladen, so sind wir voll. Leider nicht, ja. Aber vielleicht gibt es auch noch, na gut, da kannst du ja auch immer liefen. Liefen können wir immer. Ja, früher kann könnte man. Mit der Combine, kann man auch zwei grüne kombinieren? Schön, dass du es gerade ansprichst. Ich wollte gerade sagen, früher konnte man, da hatte ich, so weit kam ich schon, früher konnte man auch zwei grüne kombinieren. Doch, das ging. Das heißt, früher, jetzt nicht mehr. Das ist ein rotes. Jetzt, früher bedeutet, jetzt habe ich es noch nicht ausprobiert, keine Ahnung. Probieren, ja. Da unten ist was, da war, glaube ich, ja die Good Guy-Statue. Oh, weißt du? Na, guck doch mal runter, siehst du da? Liegt sie, da. Blinkt. Bist du beläht? Na, das hier meinst du? Ja. Das ist doch nicht die Good Guy-Statue, hör mal. Genau. Ach, was sagst du dazu? Könnte ja tatsächlich sein, ne? Siehst du? Die ist weiß. Das sieht so unförmig aus. Jetzt springen wir mit ihr da runter. Ja, springen wir mit ihr da runter, genau. Wieso nimmst du das denn jetzt nicht? Na, weil ich voll bin. Dann leg doch den Mix ab und kombinier das. Ich bin dabei. Man weiß nicht, was er tut. Er weiß genau, was er tut. Manchmal, genau. Die so. Grünen und grünen Hops kombinieren. Dass sie dann aber auch nicht die zwei gemixten übereinander hat, dass und dann da zwei steht. Das ist so von früher. Das ist Spieldesign. Anno, haben wir denn jetzt rausgefunden, wann es genau rauskam? Nee. Können wir mal googeln, aber mit deinem Laptop, der aus ist. Können wir auch mit dem Tablet googeln. Das hast du nicht in Funkmodus versetzt. Achso, das ist kein Tablet. Oh, was ist denn das? Ja, damit kann sie jetzt runterfahren, oder? Also könnte sie bestimmt theoretisch, wenn es gehen würde. Ich drücke in alle Richtungen, aber... Warum kann ich denn da hochsteigen, aber dann nichts machen? Ach hier, kann es sein, dass was im Weg steht irgendwie? Eine Kiste. Und als Beschreibung beim Typen stand übrigens, ihr habt es natürlich nicht gelesen von uns, er kann schwere Sachen schieben. Ach so. Und wo ist er jetzt? Ach, der steht unten am Lift. An der Kurbel, ja. Aber es geht ja nicht, weil sie kann ja nicht kurbeln. Aber vielleicht kann sie jetzt ein Tor anlocken für ihn, weißt du? Oh, es sieht nicht gut aus. Hätten wir mal gesaved. Ach so, haben wir denn jetzt Oh, da sind auch ganz viele Pfeile, hast du gesehen? An der Wand da. Da rechts so. Der Raum ist ja riesig, ey. Siehst du da jetzt die Pfeile da rechts? Riesige Räume passen immer große Gegner rein. Siehst du die Pfeile da rechts? Ehrlich gesagt, ich. Ach so, du meinst die Stachelpfeile. Ja. Das hier fällt mir nicht. Wie so ein Käfig, ne? Das ist bestimmt so ein Drückefußboden. Gut, du läufst erstmal komplett drüber. The mission has finished. Ach, vielleicht kannst du damit den Lift außen runter lassen. Hast du jetzt yes gedrückt? Mhm. Ah, sie ist zu schwach. Sehr gut. Das rettet uns, glaube ich, jetzt hier vorm Sicherung. Oh, Alter, was ist das denn für eine Perspektive? Das soll uns die Größe des Raumes vermitteln. Da geht's runter, oder? Mhm. Kannst du bestimmt unten dann für ihn ein Tor aufmachen. Geh doch mal da runter. Soll ich dir mal vom Blinding Flash of the Obvious erzählen? Warum hast du denn jetzt die Tür versucht? Mach nicht zu, das sieht man doch. Ja, vielleicht kommt ja diesmal ein anderer Spruch irgendwie so. Aha, du Noob, das ist jetzt schon die dritte Tür, die gleich aussieht und zu ist. Sowas? Könnte man hier nicht auch irgendwo noch runtersteigen? Hier kann ich auch runter. Will ich da runter? Das ist die Frage. Hier ins Bassin oder so? Will ich ins Bassin? Oh, wie macht das auch noch? Okay, soweit so gut. Vielleicht kannst du hier den Dampf abdrehen. Das ist ah, drin. Das sieht auch nicht gut aus. Ach, das ist hier bestimmt. Ach, damit kannst du es bestimmt hochmachen. Damit dann kann er es festhalten und sie holt es raus und so. Weißt du, wie? Ja. Da muss er aber erstmal da hinkommen. Ja.
Toll, weiß ich wieder nicht, wofür die Maschine da ist. Frauen. Ja. Hat nichts mit Kochen zu tun, schon weiß es nicht mehr. Oh. Ach so. Jetzt geht doch mal die Treppe da runter. Ich wollte nur gucken, ob die Hasis gerade die Wand anfressen. Jetzt sind wir bestimmt da, wo ich vor uns hin wollte, von der anderen Seite. Weißt du, jetzt können wir die Door anlocken. Irgendeine Door können wir jetzt bestimmt anlocken. Jetzt haben wir hier aber zwei Doors. Welche anlocken wir denn jetzt? Ja, das, wo du vor davor stehst, da geht's in den Hall. Na, wenn wir die jetzt anlocken könnten, dann wäre das gut, weil dann könnte der Typ da hingehen. Ja. Können Sie ja mal probieren, aber ich glaube, die ist gelockt immer noch. Ansonsten können wir nur die ausprobieren. Na, dann machen wir. So, mal schauen. Ach, die fressen das. Der Door ist now unlocked. Das war ja einfach. Wollen wir jetzt speichern, oder? Ja, oder? Was sagst du? Dann speichern wir jetzt. Ich würde auch so einfach mal, wir sind jetzt weit genug fortgeschritten, als dass ich mal wieder ein Speichern holen würde. Okay. Ich traue dem Spiel alles zu, auch dass es jetzt irgendwie Viecher. Aber ich glaube, in der Hall gab es nie Zombies. Also. Oder? Ich glaube nie. Ich glaube, es war immer so ein bisschen was wie so ein sicherer Hafen. Was? Ach, hast du mich dem gegeben, oder was? Ja. Nee, der muss ja eh daherkommen. Von daher ist das ja nicht das Problem. Jetzt kannst du es jetzt exchangen von hier aus. Geht das, wenn ich nicht bei dir bin? Nee, jetzt geht's nicht. Ja, das ist doch scheiße. Aber der muss ja eh daher gehen. Wo ist er denn? Na, da. Können wir das jetzt noch mitnehmen? Haben wir da noch? Ich glaube, haben wir noch, ja. Und dann mache ich nämlich extra was. Ja, das ist nicht Phantom. Und dann, ja. Soll ich den mal erschießen oder soll ich den. Erschießen wäre eigentlich nicht schlecht, ne? Was willst du sonst mit ihm machen? Wir können ihn einfach in Ruhe lassen. Ja, aber der ist ja jetzt elektrisch. Wenn ich jetzt das Messer hätte. Hättest du ein Messer können, ich glaube, er ist tot. Ist er ausgelaufen? Nee, er hat Geräusche gemacht. Die stehen doch eigentlich auch nur einmal auf. Okay. Das ist von uns, was ich meinte, ich traue dem Spiel so fast alles zu. Schon gesagt, dass die Nussbeste kriegen. Das fressen ja gerade Chicorée. Ja. Aber hier, Klasse 1 Chicorée, ohne Scheiß. Also ich hätte auch Klasse 2 oder 3 genommen, aber ich war zu froh, jetzt im Kaufland hier im Klobus zu suchen. Von daher. Also die fressen besseres Zeug, als manche die Leute fressen würden. Im Klobus haben die übrigens auch eine voll große Auswahl an so vegetarischen Gedöns. Ey, ohne Scheiß, ich stand letztens im Globus, oder kam in Globus in die Salatabteilung, ja, also hier Obst- und Gemüseabteilung. Und da war eine Salatbar. Und da dachte ich, ohne Scheiß, wozu brauchen denn Tiere eine Salatbar? Weil ich hab die Obst- und Gemüseabteilung nur als Quelle für Tiernahrung angesehen. Mir ist überhaupt nicht eingefallen, das können ja auch Menschen essen, sozusagen. Sehr gut. Also, habe ich nicht dran gedacht.